Moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr dabei seid. Heute habe ich wieder mal ein neues Auto für euch, und zwar den Skoda Enyaq iV 80. Das ist der mit der größten Batterie, 82 Kilowattstunden nominal, 77 nutzbar. Und das iV im Namen steht für Intelligent Vehicle. Ja, bin ich mal gespannt, ob der Enyaq wirklich so intelligent ist, wie er das behauptet. Und im Prinzip ist es ja eigentlich der zweieiige Zwilling vom ID4, zumindest technisch basiert er auf der gleichen MEB-Plattform. Und optisch jedoch, von außen und auch von innen, da ist Skoda einen eigenen Weg gegangen. Da hat er mit dem ID4 so gut wie gar nichts gemein. Also auch die Anmutung im Interieur, das ist eine ganz andere Sache. Das zeige ich euch nachher. Aber primär geht es mir heute um natürlich die Reichweite von diesem Auto. Was kann er halten? Er verspricht ja eine Reichweite WLTP von über 530 Kilometer. Kommt er da irgendwie in die Nähe? Heute haben wir relativ gute Bedingungen. Wir haben jetzt schon fast 20 Grad und es werden über 26 Grad heute noch. Allerdings, Probefahrt typisch, regnet es gerade. Bin mal gespannt, ob das nachher so bleibt, wenn ich starte. Das wären ja meine typischen Bedingungen. Und ja, es wird wieder ein interessanter Test. Am Ende nehme ich natürlich wieder eine Ladekurve auf. Ich fahre gleich also die 130 Kilometer bei Tempo 130 auf der Autobahn. Deswegen wird es wieder spannend, also bleibt dran. Ja, herzlich willkommen im Skoda Enyaq iV 80. Und wenn euch dieser Wagen speziell jetzt bekannt vorkommt, dann kann das vielleicht sein, vor allem dann, wenn ihr Nico Pliquets YouTube-Kanal verfolgt. Verlinke ich euch hier oben mal. Denn der hat diesen Wagen erst vor, weiß ich nicht, 3 Wochen waren es, glaube ich, oder so, abgeholt vom Autohaus Anders aus Vechta. Übrigens Autohaus Anders, auch ein Partner von mir, schöne Grüße. Und Nico hat mir diesen Enyaq kostenlos zur Verfügung gestellt für ein paar Tage, damit ich diesen Reichweitentest machen kann. Nico, ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Und falls ihr dieses Auto auch mal mieten wollt, könnt ihr das auch tun. Nämlich Nico hat eine Autovermietung, Adresse blende ich euch hier unten ein, da könnt ihr den Wagen mieten. Außerdem, falls ihr eine Wallbox sucht, müsst ihr auch irgendwann laden, das Auto. kaufedeinewallbox.de. Dort bekommt ihr 5% Rabatt, wenn ihr eine Wallbox kauft, wenn ihr meinen Code verwendet. Der lautet nämlich MOVE5. Blende ich euch hier unten auch nochmal ein. Ja, und der Enyaq, der hat auch einen riesen Kofferraum, der ist 10% größer als im ID4. Der hat nämlich 585 Liter. Und wenn man das Ganze umklappt, dann sind es sogar 1700. Also pff, hier ist echt eine Menge Platz. Meiler, komm mal rein. Komm, komm mal her. Da passt also nicht nur ein Hund rein, sondern da passen sogar Hund und Härchen rein. Pass auf, das zeige ich euch mal. Da setze ich mich jetzt mal rein. Meiler, Achtung, mach mal Klappe zu. Kopf weg. So, siehst du? Da passen wir beide sogar rein. Aber jetzt ist natürlich das Problem, wie kommen wir wieder raus? Das ist der Nachteil, wenn man keinen Kameramann hat. Man kann das Ding gar nicht von innen öffnen. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Hallo? Hallo? Ja, ansonsten zum Interieur hier vom Enyaq, also im Vergleich zum ID4, ganz ehrlich Leute, ganz andere Welt. Hier hat man das Gefühl, man steigt in ein richtig hochwertiges Auto. Es ist hier wirklich von den Materialien eigentlich nicht gespart worden. Das wirkt alles sehr, sehr edel. Wir haben hier so ein Kunstleder, ja, aber es ist so mit kupfernen Ziernähten versehen. Auch die Ausformung der Sitze sieht sehr, sehr schön aus, fasst sich auch alles sehr, sehr schön an. Wir haben hier in den Türen, ja, Kunststoff, aber das ist so leicht unterschäumt, also kein Hartplastik. Hier, okay, Klavierlack, muss scheinbar immer irgendwie sein. So eine verchromte, so ein Griff zum Türaufmachen. Hier haben wir wieder leicht weiches Kunststoff. Hier so ein Türgriff, okay, Hartplastik. Hier unten drunter wird es dann auch wieder Hartplastik. Da ist ein Ablagefach, aber das Armaturenbrett selber. Hier wieder Kunstleder, wieder mit diesen Kupferziernähten. Hier oben unterschäumtes Kunststoff. Also ganz ehrlich, sieht viel, viel besser aus als im ID4.
Und auch die Mittelkonsole, das ist endlich mal wieder eine Mittelkonsole, die den Namen verdient, geht also komplett durch, zumindest bis hier zu dieser Armlehne. Wir haben hier ganz witzige Details wie so einen Münzenhalter oder da könnt ihr auch so Einkaufswagenchips reinstecken. Dann so ein Fach für Brille oder was weiß ich, was man so Kleinkram hier ablegen kann. Hier so ein Cupholder mit so einem kleinen Trenner. Zwei induktive Ladeschalen. Das Ganze in Klavierlack eingefasst, ist jetzt schon sehr speckig. Dann eine große Mittelkonsole mit aufklappbarer Armlehne mit so einem kleinen Fach zum Rausnehmen und ein sehr tiefes Fach, wo sogar zwei 0,7 Liter Flaschen reinpassen. Ich weiß gar nicht, ob das gekühlt ist, glaube ich aber nicht. Also sehr praktisch. Und heute bei dem Regen, ich meine, Skoda hat ja wirklich so ein paar witzige Details. Also wenn ich aufs Auto steige und es regnet und ich habe keinen Schirm dabei, kein Problem. Hier im Seitenteil, da ist nämlich ein Schirm versteckt. Da, wo James Bond seine Knarre rausholt, hole ich mir hier den Schirm raus und bin so gut wie gar nicht nass geworden. Also da müssen sich mal andere Hersteller ein Beispiel dran nehmen, Leute. Ja, und diese Version hat jetzt kein Panoramaschiebedach, das gäbe es nämlich auch noch. Aber ansonsten ist sie relativ voll ausgestattet. Also wir haben hier das große 13 Zoll Display, wir haben hier den 126 kW Onboard-Lader, wir haben hier den großen Akku mit 82 Kilowattstunden Nennkapazität bzw. Bruttokapazität, die Nennkapazität, die nutzbar ist, die liegt so bei 77 Kilowattstunden. Und damit hat der Enyaq so laut WLTP eine Reichweite von 537 Kilometer tatsächlich. Das klingt gigantisch, wird er in der Praxis so natürlich nicht erreichen. Aber der ID.4 war ja schon relativ effizient und der Enyaq soll ja vielleicht sogar noch ein bisschen sparsamer sein. Das finde ich heute natürlich noch mal wieder raus. Aber wo Licht ist, ist auch Schatten. Und zwar Schatten haben wir hauptsächlich bei der Software. Das war schon beim ID.4 so. Hier ist es immerhin so, dass das Ansprechverhalten von dem Display relativ problemlos ist. Also da habe ich gar nichts dran auszusetzen. Es gibt auch sowas wie eine Gestensteuerung, wenn sie denn funktioniert. Da seht ihr, zack, kannst ihm eine verpassen. Blättern die Seiten von links nach rechts. Ist ein Gag, braucht man jetzt nicht wirklich. Ich kann auch so machen, das funktioniert wenigstens zuverlässig. Ja, die Gesten funktionieren nicht zuverlässig. Dann haben wir einen Sprachassistenten. Den muss ich aktivieren mit OK Laura, also nicht mit Hey irgendwas. Jetzt kommt sie auch schon. Also es ist interessant. Ich mache sie mal weg. Oft funktioniert es aber auch gar nicht. Also ich habe ganz oft den Fall, wo ich versuche OK Laura zu sagen und es passiert nichts. Oder wenn ich die Laura aktiviere, dann versteht sie mich nicht. Auch gerade im Vergleich zu meinem Tesla ist das von der Software hier, ja, würde ich mal sagen, eher zweite Liga. Hardware top, Software flop. Vielleicht ist es nicht ganz so schlimm, aber zumindest, das ist noch nicht so der große Wurf hier. Ja, und gerade das Navi ist ja auch so ein bisschen für so ein Elektroauto essentiell, gerade was die Ladepunkte angeht und die Routenplanung. Und da ist auch hier gerade auch beim Enyaq, das war beim ID.4 auch nicht anders, noch sehr, sehr viel Verbesserungspotenzial. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal, keine Ahnung, nach München fahren möchte. Okay, Laura. Navigiere nach München. Meinten Sie München? Ja, ich meinte München. Drücke ich drauf. Bitte nennen Sie die Zeilennummer. München in Thüringen gibt es auch. München in Brandenburg. München in Bayern. Wow. München. Einen Moment bitte. Sie können eine Straße oder eine Straße mit Hausnummer nennen. Um die Zielführung ins Zentrum zu starten, sagen Sie Zentrum. Sie können außerdem Zentrum. Ort erneut eingeben. Gute Fahrt. Danke. Okay, was sehen wir hier? Wir sehen hier mein Spiegelei, also das ist mein Reichweitenkreis, wie weit ich momentan komme. Und wir sehen, dass ich für die gesamte Route 9 Stunden 57 Minuten benötige. Jetzt rechnet er noch, wahrscheinlich berechnet er jetzt die Ladestopps. Ah, es gibt sogar eine Alternativroute, die ist 15 Minuten länger. Und ich warte noch. So, jetzt hat er irgendwas berechnet. Es gibt offensichtlich hier drei Ladestops.
Es ist ein Aral-Zeichen, es gibt eine Ladesäule, ein Ionity-Zeichen, noch eine Ladesäule. So, wenn ich da jetzt mal aufs Aral-Zeichen klicke, was mache ich denn hier? Ich soll irgendwie bei Aral, was soll ich denn bei Aral machen? Hier ist gar keine Ladesäule bei Aral. Vielleicht soll ich da irgendwie den Luftdruck überprüfen, der Reifen. Keine Ahnung. Also ich soll das erste Mal an einem 50 kW Lader laden. Das ist schon mal eine Zumutung. Und dann einmal an der Ionity und dann nochmal an einem 50 kW Lader. Da fragt man sich eben immer, Leute, warum macht ihr so einen 50 kW Lader da rein? Das will doch gar keiner, da lade ich ja ewig, ne? Warum nicht an Ionity? Gerade die Strecke Bremen-München ist doch mit Ionity gut versorgt. Oder es gibt ja auch andere Ladesäulen. Der Wagen hier kann 126 kW laden. Das heißt, alles, was langsamer ist, würde ich doch schon mal grundsätzlich aus der Routenplanung ausschließen, wenn es Alternativen gibt. Softwaretechnisch total easy, nur es ist halt hier nicht gemacht. Und das ist so ein Punkt, wo die meisten Elektroautos, in Klammern außer Tesla natürlich, im Prinzip immer wieder scheitern. Okay, ich würde sagen, es kann losgehen. Wir haben die Trips zurückgesetzt. Wir haben gerade 68% noch im Akku. Restreichweite wird angezeigt von 282 Kilometer. Das hört sich ziemlich üppig an. Also, es regnet. Von daher beste Bedingungen. Und dann starten wir mal. Wahlhebel auf B, weil ich möchte die höchste Rekuperation. Ups, was macht er denn hier? Warum bremst er nochmal? Okay. Es geht los. So, wir lassen den Modus auf Normal stehen. Wir hätten auch noch Eco, Komfort, Sport und Individual. Aber heute soll mal alles normal laufen. Und der ENIAC hat so ein Fahrgeräusch, das kann man, glaube ich, auch nicht abschalten. Das geht so bis Tempo 30. Vom Sound her, das hört man auch innen sehr deutlich, finde ich es jetzt nicht so, ja, nicht so wahnsinnig toll, aber das muss ja wohl scheinbar sein heutzutage. Man könnte es höchstens so machen, dass man es innen nicht hört, aber das haben sie halt nicht gemacht, man hört es halt. Da habe ich also auch schon spannendere Fahrgeräusche gehört, aber das hat hier ja auch nicht Hans Zimmer komponiert. Ja, ich habe ja den Rekuperationshebel auf B gestellt, also das heißt höchste Rekuperation. Ich habe ja auch noch Schaltwippen am Lenkrad. Wenn es auf D wäre, dann könnte ich die Rekuperation auch in drei verschiedenen Stufen einstellen. Aber hier habe ich eben auf B, das ist im Prinzip die höchste Stufe, die immer greift. Wenn ich jetzt also mal Gas wegnehme, dann bremst er merklich, aber auch nicht bis zum Stillstand und es ist auch nicht so wahnsinnig stark. Man kann hier One-Pedal-Driving, sage ich mal, in Ansätzen damit realisieren. So hundertprozentig geht es nicht, aber mir gefällt es schon ganz gut, also besser als nichts, würde ich sagen. Ja, und so ein Ampelstart mit dem ENIAC, der macht eigentlich Spaß, er beschleunigt doch recht gut, also 8,6 Sekunden von 0 auf 100. Bisschen langsamer übrigens als der ID.4, merkt man jetzt natürlich nichts von. Vor allem im unteren Geschwindigkeitsbereich ist das echt ausreichend. So die Elastizität oben so von 60 bis 120, die ist, würde ich sagen, eher so ein bisschen mäßig. Da wünschte ich mir so ein bisschen mehr Punch. Da müsste ich dann wahrscheinlich hier zur Sport- und Allradversion greifen. Die ist da doch ein bisschen schneller. Die kommt dann eher an die 6 Sekunden von 0 auf 100. Also wir hatten es wirklich 2 Wochen lang bestes Wetter und die Probefahrt war hier auch schon länger angesetzt für heute. Und es ist natürlich wieder verhext. Also das Rainmaker-Wetter hat wieder zugeschlagen heute. Es regnet wie aus Eimern und jetzt geht es gleich wieder auf die Autobahn. Ich bin mal gespannt, ob das bis Bremerhaven so bleibt mit dem Wetter. Der ENIAC macht auf der Autobahn, also gerade auch was die Geräuschkulisse angeht, hier im Moment noch eine super Figur. Wir fahren gerade noch 120, weil hier Tempolimit ist. Und er ist wirklich sehr, sehr, sehr leise. Also extrem gut gedämmt und wir haben auch kein Sonnendach hier oben, sondern das ist halt das Metalldach. Und das ist auch nochmal ein bisschen besser dann. Hier von den Seitenscheiben und von vorne haben wir so gut wie keine Windgeräusche. Das Einzige, was wir halt hören, ist der prasselnde Regen hier und die großen Reifen. Wir haben ja 21 Zöller drauf und die sind leider nicht so leise, muss ich sagen. Also das Reifengeräusch ist sehr dominant.
und es ist fast das Einzige, was man hier hört. So, trotz des schlechten Wetters, jetzt ist es freigegeben, also heißt es ab jetzt Tempo 130. Ja, ich habe hier den Travel Assist aktiviert, auch mit dem quasi Lane Assist und adaptiver Tempomat. Das funktioniert relativ gut. Tempomat hat manchmal für mich so den Eindruck, als würde er etwas spät bremsen. Man kann natürlich den Abstand einstellen. Ich habe jetzt hier so einen relativ großen Abstand eingestellt, weil er mir, wenn ich den Abstand ein bisschen verringere hier in den Einstellungen, irgendwie zu spät bremst. Da kriege ich ein ungutes Gefühl. Er fährt halt relativ schnell auf die Fahrzeuge zu und bremst dann irgendwie zu spät ab. Ich hätte schon viel früher die Geschwindigkeit reduziert. Aber deswegen habe ich den Abstand jetzt erhöht und damit geht's. Der Spurhalteassistent ist auch sehr gut eigentlich, hält die Spur relativ gut. In sehr engen Kurven habe ich manchmal das Gefühl, dass er Schwierigkeiten hat. Und der Spurwechsel ist relativ problemlos. Man muss einfach nur Blinker setzen, rüberziehen. Und wenn er dann wieder auf der Spur ist, fängt er sich wieder und hält dann wieder die Spur. Das funktioniert echt klasse, macht Spaß, kann man gut mit reisen. Das Sicherheitsgefühl, was ich zum Beispiel in meinem Tesla so habe, mit dem sogenannten Autopilot, das habe ich hier noch nicht ganz, muss ich sagen. Und was mich hier besonders stört, ist, dass er, obwohl das Lenkrad eigentlich kapazitiv ist, das heißt, wenn ich nach einer gewissen Zeit aufgefordert werde, das Lenkrad anzufassen, obwohl ich eigentlich die Hand am Lenkrad habe, fordert er mich auf, das Lenkrad anzufassen. Und selbst wenn ich dann ein bisschen stärker drücke, bleibt diese Meldung und es piept die ganze Zeit. Ich muss dann mit beiden Händen zufassen und dann ist sie weg. Ja, das ist irgendwie ein bisschen komisch. Vielleicht wird die Kapazität nicht empfindlich genug gemessen hier und man braucht zwei Hände oder man muss richtig doll zudrücken. Das Bewegen vom Lenkrad hilft auch nicht immer, habe ich auch schon probiert. Ich habe das Lenkrad so ein bisschen hinher bewegt und trotzdem blieb die Meldung stehen und piepte immer stärker. Ja, keine Ahnung, woran das liegt. Vielleicht müssen sie da noch ein bisschen feintunen. Das Wetter heute wieder mal, also ich bin ja viel gewohnt mit meinen Probefahrten, ne? Aber so schlecht wie heute war es wirklich selten. Das ist ja ein extremer Dauerregen. Ja, und nach 52 Kilometer kurzer Zwischenstand haben wir 23,7 Kilowattstunden auf 100. Das ist ein bisschen viel, aber bei dem Regen ist es irgendwie auch kein Wunder. Da sind es mit Sicherheit 10% mehr, als man normalerweise ohne Regen erzielen würde. Und ich finde das Reisen hier auf der Autobahn im ENIAC echt angenehm und komfortabel. Also man ist hier ziemlich entspannt. Die Sitze, die könnten ein bisschen mehr Seitenhalt haben für mich, weil die sind doch etwas breit und ich bin ja halt nur nicht der Breiteste, ein bisschen schmal. Und da ruckel ich schon ein bisschen von links nach rechts. Wünschte ich mir ein bisschen enger vielleicht, aber wenn man halt ein bisschen kräftiger ist als ich, dann mag das passen. Jedenfalls, die Reiseatmosphäre ist hier total ruhig und auch das Raumgefühl ist halt groß. Das ist halt so ein SUV und der ist innen wirklich riesig, muss man sagen. Platzverhältnisse sind sehr üppig. Da kann man echt entspannt reisen, auch durch die Geräuschkulisse. Nur das Reifengeräusch halt ist dominant, ansonsten alles schön ruhig hier. Ja, weiß zu gefallen, würde ich sagen. So, da vorne ist wieder die Abfahrt. Hier gehe ich wieder runter von der Autobahn und mache die Wende und dann begeben wir uns auf die Rücktour. Momentan ist das Wetter zum Glück ein bisschen besser geworden.
nach 64 Kilometern, da haben wir 22,1 Kilowattstunden auf 100. Der Wert ist gar nicht mal so schlecht für dieses Wetter. Ich hatte es mir ein bisschen weniger vorgestellt, aber leider ist bei diesem Regen wahrscheinlich auch nicht mehr rauszuholen. Mal sehen, wie es auf der Rückfahrt wird. Jetzt wird das Wetter ja vielleicht ein bisschen besser. Hier in Bremerhaven tröpfelt es nur noch ganz leicht. Ich hoffe, dass das Regengebiet dann durch ist zwischen Bremen und Bremerhaven und ich vielleicht ein bisschen trockener nach Hause komme. Ja, und mit der Software hier im ENIAC, da hadere ich noch so ein bisschen. Alleine auch schon die Sprachsteuerung. Also mal geht sie gar nicht. Die heißt übrigens hier Laura, die gute Dame. Also nicht irgendwie okay Google, okay Mercedes oder hey Mercedes oder hallo ID oder sowas. Nein, es heißt hier okay Laura. Und dann soll die Sprachsteuerung eigentlich angehen. Ich versuch's mal. Okay Laura. Ja, passiert nichts. Okay, Laura. Was möchten Sie tun? Navigiere nach Bremen. Meinten Sie, wo ist der Nordseeküste? Ja, die Vorschläge sind alles andere als Bremen. Da ist ein Bremen in Nordrhein-Westfalen dabei, ein Priemen, ein Bremen in Baden-Württemberg, ein Bremen hier an der Nordseeküste. Aber das Bremen, wo ich wohne, ist irgendwie nicht dabei. Irgendwie, Moment bitte. Ja, ich rede gar nicht mit dir. Entschuldigung? Ja, Entschuldigung, ich rede nicht mit dir. Das ist so ein bisschen nervig. Also, dass es Bremen nicht findet, ist schon ein bisschen ärmlich. Ja, nach 80 Kilometer liegen wir jetzt auf der Rücktour bei 22,5 Kilowattstunden im Durchschnitt. Also es sinkt jetzt ein bisschen, trotz gleichen schlechten Wetters. Vielleicht kommen wir ja noch unter die 22, wenn wir zu Hause sind. Mal gucken. Ja, nach 100 Kilometer sind wir bei 22,9. Jetzt hat es ein bisschen aufgehört zu regnen, aber leider hat es bis gerade durchgeschüttet. 22,9 wie gesagt, 100 Kilometer und ja, wir sind immer noch mit Tempo 130 unterwegs. So, nach rund 120 Kilometer Regenfahrt sind wir bei 22,4 Kilowattstunden auf 100. Und ja, da vorne ist meine Abfahrt, da fahre ich wieder runter und dann bin ich gespannt, mit welchem Endstand wir dann am Ende ankommen. Ja, wir sind wieder da mit 128 Kilometer gefahrener Strecke und einem Durchschnittsverbrauch von 21,9 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Wir haben insgesamt 40% des Akkus verbraucht, weil wir sind jetzt bei 28%, gestartet sind wir bei 68%. Die Kilometeranzeige steht auf 117 Kilometer Restreichweite und gestartet sind wir mit 282 Kilometer Reichweite. Das heißt, wir haben 128 Kilometer gefahren plus 117 Rest. Das heißt, da ist eine Diskrepanz von so 30, 40, 45 Kilometern. Das ist eigentlich relativ okay. Da ist die Kilometeranzeige relativ genau. Also schon mal sehr positiv. Darauf kann man sich einigermaßen verlassen. Ja, aber was wäre so ein Reichweitentest ohne eine Ladekurve? Das heißt, wir fahren gleich nochmal an Schnelllader. Jetzt habe ich 28%, muss noch ein bisschen runterfahren. Ich will ja unter 10 kommen und dann laden wir ihn wieder auf mindestens 80% hoch und gucken mal, wie lange das dauert. Jetzt wollte ich hier an Ionity laden, Goldbach Süd, und alle Ionities sind tot. Wahrscheinlich wegen des Gewitters. Ich weiß nicht, ob hier irgendein Blitz eingeschlagen hat, aber tut mir leid, laden hier unmöglich. Ich versuch's mal auf der gegenüberliegenden Seite. Ja, und auch hier Goldbach Nord, alle Ionities sind tot.
Oh, jetzt hätte ich ja ein echtes Problem, wenn hier nicht noch ein NBW-Lader stehen würde. Auch ein HPC-Lader mit 150 kW. Damit kann ich immerhin aufladen. Hier hinter mir. Und der ist nicht tot. Also sowas habe ich echt noch nie erlebt und das darf es eigentlich auch überhaupt nicht geben. Gut, wir haben jetzt hier gerade ein mega Gewitter, aber ich meine, hier stehen jetzt 4 Ionity-Säulen bei Goldbach Nord und 4 bei Goldbach Süd. Alle 8 sind komplett tot, also offline, schwarz, dunkel, da tut sich gar nichts. Wir haben hier aber noch einen 300 kW NBW-Lader, der funktioniert, da habe ich mich jetzt angeschlossen. Wir haben noch einen Triple Charger von NBW, der funktioniert auch. Auch auf der Gegenseite der Triple Charger von NBW, der funktioniert. Nur Ionity funktioniert nicht. Kann mir das mal einer erklären, warum? Ich meine, ich hatte jetzt 8%. Ich wäre hier mehr schlecht als recht noch irgendwo an so einen 22 kW-Lader gekommen, wenn das hier alles offline gewesen wäre. Aber wie kann sowas sein? Ich meine, die Tankstelle funktioniert doch auch. Warum kann man hier nicht dafür sorgen, dass die Ladestationen zuverlässig funktionieren und online sind, auch wenn es mal gewittert? Ja, sorry, kommt mal vor. Gut, also ich lade jetzt hier an NBW und der ENIAC hat mir jetzt quasi im doppelten Sinne den Arsch gerettet, weil er nämlich einen Schirm hier in der Fahrertür eingebaut hat. Also hier, ups, jetzt geht er auch noch auf. Nicht im Auto, bitte. Naja, dieser kleine Schirm hier. Boah, ist auch mal klitschen nass. Nein! So, Kampf mit dem Regenschirm. Der hat mir wirklich mein Haupthaar gerettet, sonst wäre ich klitschen nass geworden. Also das schüttet gerade wie aus Eimern. Und ich muss jetzt ein bisschen warten, bis das Unwetter vorbei ist und natürlich laden. Leider wird mir im Auto die Ladeleistung nirgendwo angezeigt. Auch so ein Punkt, wo ich denke, wow, hallo, warum kann ich das nicht im Auto sehen? Ich sehe immerhin, dass ich pro Minute 10 Kilometer Reichweite gewinne. Das ist eine Info, die mich jetzt erstmal so gar nicht interessiert. Aber gut. Ein Fazit ziehen. Also was haben wir denn hier auf der Habenseite? Wir haben hier eigentlich ein sehr hochwertiges Auto, hochwertig von der Innenausstattung. Außenansicht ist auch sehr gefällig. Mir persönlich gefällt der ID.4 zwar optisch ein bisschen besser, weil ich diesen Fake-Kühler-Grill hier bei dem Skoda Enyaq nicht so toll finde. Aber hey, ich meine, sogar das Model S hatte am Anfang einen Fake-Kühler-Grill. Den haben sie dann beim nächsten Facelift weggelassen, weil sie einfach gemerkt haben, macht keinen Sinn. Okay, das sind so Kleinigkeiten. Ansonsten, wenn ich die Wahl hätte, ID.4 oder Enyaq, also die Wahl würde mir sehr leicht fallen. Ich würde mich in jedem Fall für den Enyaq entscheiden. Das ist einfach das hochwertige Auto. Man hat hier einfach das Gefühl, man bekommt mehr fürs Geld. Und der hier, den ich jetzt hier fahre, in dieser Ausstattung ohne Panoramaschiebedach, aber gut, sonst hat er fast alles, kostet nach Abzug der Förderung so rund 48.000 Euro. Das ist zwar viel Geld, aber dafür bekommt man einen riesigen SUV, der ein enormes Platzangebot hat, einen 10% größeren Kofferraum als der ID.4, viel hochwertiger aussieht als der ID.4, im Prinzip Fahreigenschaften die gleichen wie beim ID.4. Ja, warum dann noch ein ID.4 kaufen, frage ich mich. Ne? Und das Display ist größer und die Reichweite ist annähernd gleich, Verbrauch ist annähernd gleich. Ja, welches Argument spricht dann noch für den ID.4, frage ich mich. Außer, dass vielleicht VW draufsteht. Ja, und wo Licht ist, ist aber auch Schatten. Und der Schatten ist hier eindeutig bei der Software. Also die Software hier auch beim Enyaq ist, wie beim ID.4 damals, finde ich, noch überhaupt nicht ausgereift. Also es reagiert jetzt zwar alles relativ flüssig und man hat jetzt nicht lange Wartezeiten, aber wenn das der Maßstab ist, dann reicht das einfach nicht. Also angefangen beim Navi, da haben wir zum Beispiel keine Satellitendarstellung. Dann haben wir halt den Sprachassistenten. Laura reagiert manchmal gar nicht, manchmal reagiert sie falsch, versteht mich nicht. Das Keyless-Go-System hier funktioniert so leidlich. Manchmal öffnet er automatisch, manchmal öffnet er nicht automatisch. Warum, habe ich nicht rausfinden können bisher. Das hat mir auch Nico erzählt, dass das überhaupt nicht zuverlässig funktioniert hier. Die Gestensteuerung, manchmal reagiert sie nicht.
Ja, und ansonsten, um sich die Ladeweile zu vertreiben, hat man hier auch kaum was. Also Video gucken, YouTube, Browser oder hier irgendwie Netflix, das sucht man hier natürlich völlig vergebens. Das ist alles sehr schade. Da müssen die Hersteller vielleicht noch ein bisschen dazulernen. Aber was wirklich selbstverständlich sein müsste, das ist diese Routenführung, gerade im Bereich Elektroauto mit der Ladeplanung. Na klar, das hat der ENIAC, der schlägt einem Ladestationen vor entlang der Route. Das sind aber teilweise 50 kW Schnarchlader. Und wenn ich jetzt auf Langstrecke unterwegs bin, ich will doch jetzt nicht an einer 50 kW Säule laden, sondern ich will so schnell laden, wie es überhaupt nur geht. Und es gibt entlang der Routen der deutschen Autobahn genug HPC-Lader. Nur die schlägt mir das Navi eben nicht vor, zumindest nicht als erstes. Ich muss lange runterscrollen, bis ich mal einen Ionity finde, obwohl ich den eventuell als Priorität anfahren will, weil ich bin ja hier in einem Auto vom VW-Konzern, die an Ionity beteiligt sind. Solche Sachen zum Beispiel. Oder hier, wo ich jetzt hier in Goldbach stehe, alle Ionities, sowohl Nord- als Südseite, sind total offline. Ich habe die per Navi angefahren. Das Navi hat mir nichts davon gesagt, dass ich hier überhaupt nicht laden kann. Sowas ist für einen Anfänger bei der Elektromobilität ein absolutes Killerkriterium. Das muss einfach funktionieren. Und wenn ich mir da meinen Tesla ansehe, also ehrlich gesagt in 3 Jahren, viele, viele Langstrecken, viele tausend Kilometer, noch nie hatte ich ein einziges Problem mit irgendeinem Supercharger. Ja, das sind so Dinge, da ist vielleicht das Spaltmaß nicht so gut, aber das entscheidende Kriterium für die Gesamtzufriedenheit, nämlich das ganz unkomplizierte Laden in einem 100% zuverlässigen, überall verfügbaren Ladenetzwerk, das fehlt hier einfach noch bei den anderen Herstellern. Da muss ein bisschen was kommen und ich hoffe einfach, dass sie es in den Griff kriegen. Viel geredet wird drüber. Stattdessen werden nur Preise erhöht. Ja, okay. Mal sehen, wo es hinführt. Ich finde jedenfalls den ENIAC klasse. Vielleicht bildet euch selbst eine Meinung hier von dem Auto. Wenn ihr die Chance habt, fahrt ihn Probe. So oft ist er noch nicht zu kriegen, weil er oft auch ausverkauft ist. Sehr beliebt, kann ich verstehen. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns bei meinem nächsten Video. Würde mich freuen. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.